Ich habe euch unter meinem MacBook Air Review gefragt, ob ihr einen Vergleich mit dem 14 Zoll MacBook Pro sehen möchtet. Und die Kommentare von euch waren eindeutig und ziemlich viele hatten Interesse daran. Und dementsprechend habe ich mir die beiden Geräte mal ein bisschen genauer angeschaut und miteinander verglichen, um für euch herauszufinden, ob sich das MacBook Air lohnt oder ob man vielleicht doch ein bisschen mehr drauflegen sollte und sich gleich das MacBook Pro kaufen sollte. Falls ihr euch also noch unsicher seid, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Die Designsprache ist die gleiche und auch bei den Farben gibt es viele Ähnlichkeiten. Silber und Space Grau gibt es bei beiden zur Auswahl. Das MacBook Air gibt es aber exklusiv auch noch in Polarstern und Mitternacht. Wenn es um das Gewicht und die Größe geht, ist das MacBook Air definitiv der Gewinner, denn mit 1,24 Kilogramm ist es ein echtes Leichtgewicht. Zum Vergleich, das 14 Zoll MacBook Pro wiegt 1,6 Kilogramm und ist mit über 1,5 Zentimetern auch ein gutes Stück dicker, aber auch was die generelle Größe angeht, ist das MacBook Air durch das kleinere Display einfach nochmal ein kleines Stück handlicher. Wichtig bei einem Laptop sind die Anschlüsse und beim MacBook Air bekommt man nicht übertrieben viele, aber ich würde sagen genug für den Alltag. Geladen wird über MagSafe und das ist der coolste Anschluss überhaupt. Wenn man über das Kabel stolpert, löst sich dieses vom Gerät und verhindert so, dass man den Laptop in den Tod reißt, aber keine Sorge, das Gleiche gilt auch für das MacBook Pro, denn das hat ebenfalls MagSafe. Außerdem gibt es noch zweimal Thunderbolt 3, beim MacBook Pro wiederum bekommt ihr dreimal Thunderbolt 4, sprich einen Anschluss mehr und jeder der Anschlüsse kann mehr als nur einen Monitor anspielen. Eins haben beide MacBooks aber gemeinsam, nämlich den Kopfhöreranschluss mit höherer Impedanz bedeutet eine extrem gute Audioübertragungsqualität. Beim MacBook Air war es das, hier gibt es nicht mehr, beim 14 Zoll MacBook Pro hingegen gibt es noch zwei Anschlüsse, die je nach Anwendungsfall ein No-Brainer sein können. Auf der rechten Seite ist noch ein HDMI-Anschluss und SD-Karten-Steckplatz. Wer diese Anschlüsse beim MacBook Air haben möchte, braucht dafür einen extra Adapter, der beim Pro zum Glück wegfällt. Kommen wir mal zu den Displays. 13,6 Zoll hat das MacBook Air und 14,2 Zoll hat das MacBook Pro. Der Unterschied macht sich bemerkbar bei der Benutzung, er ist aber nicht so groß, dass man sagen könnte, das eine Gerät ist viel besser für produktives Arbeiten geeignet als das andere. Seht es also eher als kleinen Pluspunkt an, wenn ihr zum Pro greift. Der Preis dafür ist aber, dass ihr allgemein immer ein etwas größeres und schwereres Gerät dabei habt. Apple nennt das Display im MacBook Air Liquid Retina. Dahinter verbirgt sich aber eigentlich nur ein LCD-Panel mit sehr dünnen Displayrändern und tollen Farben. Auch die Kontraste sind sehr gut, sodass man im Endeffekt ein schönes Panel mit natürlichen, aber trotzdem eindrucksvollen Werten bekommt. Getoppt wird das nur vom MacBook Pro. Das hat nämlich ein Liquid Retina XDR Display und dahinter verbirgt sich die Mini-LED-Technik. Statt einer großen Hintergrundbeleuchtung sind ganz viele kleine verbaut, die je nach Bedarf angesteuert werden können und dadurch sind die Kontraste häufig auf OLED-Niveau und schwarz ist wirklich echtes Schwarz. Das MacBook Air Display wird übrigens 500 Nits hell. Für Laptops ist das schon ganz gut, könnte in heller Umgebung aber auch echt noch mehr sein, um entspannt arbeiten zu können. Das MacBook Pro Display wird normal auch 500 Nits hell, ausgenommen bei HDR-Content, da sind es nämlich 1000 Nits. Leider aber eben nur bei HDR-Content und nicht so einfach im System, aber zum Glück gibt es ein Tool und das heißt Vivid, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht und damit kann man die vollen 1000 Nits, also die volle Display-Helligkeit in jeder Situation benutzen. Das einzige Problem daran ist eben, dass die Akkulaufzeit darunter extrem leidet. Das MacBook Air kommt mit dem M2 und das ist der neueste Chip von Apple. Im MacBook Pro hingegen gibt es zwei Chips zur Auswahl, den M1 Pro und M1 Max. Beide sind auf Basis vom M1, aber deutlich stärker. Man kann also grob sagen, dass der M2 zwischen M1 und M1 Pro liegt. Die ganze Leistung muss irgendwie aber auch gekühlt werden und während das MacBook Pro einen fetten Lüfter mit großem Kühlkörper verbaut hat, kommt das MacBook Air ganz ohne Lüfter aus. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viel Leistung die Apple-Chips haben bei vergleichsweise wenig Hitzeentwicklung. Ganz kühl bleiben aber auch die Apple-Chips nicht und das beste Beispiel dafür ist das M2 MacBook Air.
Angenommen, ihr lastet den Chip für ca. 10 Minuten komplett aus, also alle Kerne zu 100%, dann wird der M2 wegen der Hitzeentwicklung so stark gedrosselt, dass er nur noch ca. 10% schneller ist als ein M1-Chip. Das 14 Zoll MacBook Pro hingegen hält dank der Lüfter die Leistung vom M1 Pro dauerhaft. Aber die Realität ist, dass man 100% Chip-Auslastung nur sehr selten erreicht und schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Selbst beim Videoschnitt oder anderen aufwendigen Programmen sind es nur kurze Momente, wo dann mal die Peak-Leistung abgerufen wird und sobald der Chip dann mal nicht auf 100% läuft, dann wird er auch nicht zu heiß und er kühlt auch, sobald die 100% eben nicht mehr gefordert werden, auch extrem schnell wieder ab, obwohl es eben keinen Lüfter gibt. Im normalen Arbeitsfluss werdet ihr davon also eher nichts spüren, weil es generell aufwendige Aufgaben braucht, um den M2 überhaupt auszulasten. Eine Stärke von MacBooks, die häufig unterschätzt wird, sind die Lautsprecher. Dabei sind die so wichtig und vor allem auch praktisch. Egal, ob man Videos schaut, bisschen Musik hören will oder ernsthaft mit Audio arbeitet. Gute Lautsprecher sind aus meiner Sicht ein Muss und das MacBook Air hat 4 Lautsprecher, die sehr laut werden können, detailliert und klar klingen und selbst bei voller Lautstärke nicht schrill klingen oder scheppern. Dazu kommt noch Spatial Audio, wo ein 3D-Sound erzeugt wird. Ich will jetzt nicht sagen, das ist besser als jedes Kino, auf gar keinen Fall, aber für so ein dünnes, portables Gerät mit dem Haufen an Technik drin ist es verdammt beeindruckend, was für ein Klang da rauskommt. Als einziges vermisse ich beim MacBook Air den Bass und tiefe Töne, die kommen nämlich etwas zu kurz, aber wahrscheinlich sage ich das auch nur, weil ich weiß, wie verdammt gut das 14 Zoll MacBook Pro klingt. Ja, ich wachse langsam aus meinen alten 1er Air Max raus. Sehr viel Zeit gebraucht, um meinen Stärken zu vertrauen. Ich glaub, ich hab mich vielleicht bisschen unter Wert verkauft. Zünd die Scheine an und wärm mich daran auf. Immer noch kein Cent in der Tasche. Es ist nochmal so viel besser und hat 6 statt 4 Lautsprechern verbaut. Die Lautsprecher werden noch lauter, sind noch räumlicher, wenn man davor sitzt und den Klängen lauscht und sie haben viel mehr Bass, der sehr präzise klingt. Beide MacBooks haben die gleiche 1080p Webcam verbaut, die eine sehr solide Qualität hat. Trotzdem gibt es ein paar kleine Unterschiede bei der Bildqualität, denn der M2 im MacBook Air hat die bessere Bildsignalverarbeitung und dadurch ist das Feintuning ein kleines bisschen besser. Kontraste, Farben und Dynamik wirken eben noch stimmiger, aber der Unterschied ist bei weitem nicht so groß, dass sich das in irgendeiner Form von der Kaufentscheidung abhängig machen würde. Bei der Akkulaufzeit sind beide Geräte so gut, dass man bei normaler Benutzung gut durch einen Tag kommt. Wenn man das richtige Fast-Charging-Netzteil wählt, sind sie auch jeweils in nur 30 Minuten von 0 auf 50% wieder aufgeladen. Der M2 hat 4 Effizienzkerne, im M1 Pro sind es nur 2. Für einfache Office-Anwendungen hat das MacBook Air also mehr energiesparende Hardware. Der M1 Pro wiederum hat mehr Kerne, die auf maximale Leistung ausgelegt sind. Aber Leistung kostet Energie und man kann ganz klar sagen, dass das MacBook Air effizienter ist und das zeigt sich im Zweifelsfall dann eben auch in der Akkulaufzeit. Es ist schwer, eine genaue Zahl zu nennen, weil es von so vielen Faktoren abhängt, aber wenn euch die Akkulaufzeit wichtiger als die Leistung ist, dann ist das MacBook Air für euch das richtige Modell. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich mit euch aber nochmal die weiteren Ausstattungsmöglichkeiten durchgehen, weil davon hängt auch vieles ab. Das M2 MacBook Air kommt standardmäßig mit 8 GB RAM, kann mit bis zu 24 GB konfiguriert werden und hat maximal eine 2 TB SSD. Das Einstiegsmodell kommt aber nach wie vor mit winzigen 256 GB, die nur halb so schnell sind wie 512 GB und aufwärts, was am Ende sogar dazu führt, dass der gesamte Computer so stark ausgebremst wird, dass selbst der Vorgänger schneller ist. Alleine dieses Thema ist genug für ein einzelnes Video. Ich persönlich kann euch nur vom 256 GB Modell abraten und in der Videobeschreibung habe ich euch nochmal ein gutes Video von MaxTech verlinkt, wonach jeder von euch die Problematik verstehen wird. Das 14 Zoll MacBook Pro gibt es in noch mehr Konfigurationen. 16
GB RAM bekommt ihr mindestens und auch die 512 GB SSD, die standardmäßig verbaut ist, hat nochmal die doppelte Geschwindigkeit vom MacBook Air. Und wenn ihr noch mehr Leistung braucht als der M1 Pro hat, dann ist das gar kein Problem. Gegen Aufpreis könnt ihr den M1 Max konfigurieren und der hat grob die doppelte Leistung vom M1 Pro. Statt maximal 32 GB RAM könnt ihr dann sogar bis zu 64 GB wählen, aber diese Ausstattung brauchen echt die wenigsten. Das M2 MacBook Air gibt es bei Apple ab 1.499 €, aber dann eben nur mit der langsamen SSD. Wenn ihr die 512 GB konfiguriert, die ich euch unbedingt ans Herz lege, dann kostet dieses MacBook Air aber schon 1.729 €. Ein 14 Zoll MacBook Pro kostet bei Apple mindestens 2.249 €, also nochmal ein ganzes Stück mehr. Dafür bekommt ihr direkt 16 statt 8 GB RAM und eben die 512 GB SSD. Jetzt kommt aber der Punkt. Das 14 Zoll MacBook Pro bekommt man bei verschiedenen Händlern easy für 1.900 €, teilweise sogar noch weniger. Somit ist der Unterschied beim Preis, wenn überhaupt, nur noch 170 €. Überlegt euch also gut, welche Features euch bei einem MacBook besonders wichtig sind und entscheidet dann, ob ihr das MacBook Air oder das MacBook Pro kaufen möchtet. Preislich liegen die, wie gesagt, sehr nah beieinander, wenn man nach dem Marktpreis geht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video geholfen hat. Falls ja, abonniert gerne den Kanal und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Also bis dahin. Ciao.